Jetzt geht's ab zum Matschfuß! Tobi ist schon ein bisschen offen. Ah, ich wurde angeschossen. Ich glaube, ich wurde nach der Pause direkt ins Bein geschossen. Ey, und ich weiß nicht, was es ist, aber zwei Fritz-Cola, Alter, und der Zug zündet anders. Ahoi Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir befinden uns wieder in der Küche. Weil es beim letzten Mal bei euch schon so gut ankam, dachten wir uns, ey, wir machen einfach nochmal ein kleines Frühstücksgericht, bevor wir richtig ins Video reinstarten. Und deswegen gibt es jetzt erstmal eine schöne Bowl. Könnt ihr gerne zu Hause nachmachen. Ich hoffe, es gefällt euch. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Freunde, unser Meisterwerk ist fertig. Wir haben richtig schön gefrorene Himbeeren aus Grönland verwendet, haben das Ganze mit proteinreichem Magerquark abgerundet. Da sind richtig viel Proteine drin, haben schöne Blaubeeren mit goldenen Leinsamen verfeinert, ein bisschen Knuspermüsli, gefriergetrocknete Himbeeren von Koro mit dem Code Hochschalten 5, 5% auf alles und dazu noch schöne Haferflocken. Ich finde, das kann sich wirklich sehen lassen. Beim nächsten Mal zeige ich euch auch wieder, wie man mit viel Fantasie und wenig Zutaten tolle Dinge zubereiten kann. Vielen Dank fürs Einschalten. Freunde. Einen wunderschönen Samstag. Es ist, Samstag. Jetzt geht's ab zum Matschfuß! Ja, man macht richtig schön ein Upgraveln, Alter. Ich freue mich drauf. Wird wild. Touchdown in Kiel. Erstmal Stunden hier einen Parkplatz gesucht, Alter. Das ist schlimmer als in Hamburg. Ja, man, jetzt geht's gleich zu den Plattfuß-Jungs. Und dann bin ich gespannt, wo wir heute hier langfahren, Alter. Ich bin heute ganz oldschool nur mit GoPro unterwegs. Erwartet also nicht zu viel. Aber ich denke, wir werden richtig schön in die Materie reindiven, Alter. Ich freue mich. Max, Digga, ja, schön, dass du da gut bist, Mann. Na, Max? Na, Leute, guckt euch sein Grinsen an. Das letzte Mal, das blende ich jetzt nochmal ein, komplett andere Welt. Jetzt sind wir im Scheiß weg. Ich freue mich sehr, heute hier in Kiel zu sein. Ich freue mich auf den Tag, Alter. Und das nach 4 Stunden Schlaf nur. Wirklich. Startnummer, Beute gerade abgeholt. Hier ist die Hölle los. Richtig viel. Und Jan-Hendrik und Nico von der Tour nach Ratzeburg, am Ratzeburger See. Jan aus Kiel. Aus Kiel. Gerade lecker gegessen, lecker Bier getrunken. Die sind auch beide mit am Start. Und wir fahren heute eine schöne Runde im Gravel. Guck mal, Tobi ist auch da. Richtig viele Leute hier. Richtig viele Leute. Max, wie geht's dir denn? Gut geht's mir. Hasta la vista. Geht los jetzt. Geil, Alter. Kette ab. Ja. Shit. Tobi!
Ja, Freunde, was soll ich euch sagen? Die Strecke war super abwechslungsreich. Es waren immer wieder mal schöne Feldwege, dann so handtuchbreite Singletrails. Man konnte richtig schön entlang pflügen und mir haben besonders die Waldpassagen richtig Spaß gemacht. Ja, man hat schon an der Gruppe gemerkt, die haben alle Bock hier zu zünden. Es war wie gesagt kein Rennen, just for fun. Jeder konnte in seinem Tempo fahren. Es hat schon Spaß gemacht, auch ein bisschen rauf zu drücken. Ja, gleich wird schön. Gleich kommt Wasser. Opa! Jo, Alter! Digga, was ein geiler Track! Es war einfach ein Fest, Alter. Man konnte ungefähr 4,5 Stunden seinen Kopf komplett beiseite legen und einfach durchdrücken. Schön am Wasser. Ich weiß nicht, ob es hier hoch geht. Doch. Wir sollten immer den Hamburger trauen. Ey, wir müssen da unten, oder? Nee, hier ist grün, ist ein Berg, ist richtig. Okay. Guter Versuch. Egal, Tobi, ich hab Flat Paddles, Alter. Rock'n'Roll. Schön. Ja, und der Trail entlang der Küste war dann schon einen Ticken anspruchsvoller, immer mal wieder Wurzeln auch dazwischen. Aber auch da, ich liebe nichts mehr, als wenn du dich so konzentrieren musst, was ist der nächste Step, wo musst du hinfahren, wo geht's nach rechts, links. Und man halt wirklich komplett im Moment ist. Das ist was ganz anderes, als auf einer Landstraße entlang zu fahren und macht halt immer wieder aufs neue Bock. Und irgendwann war man einfach richtig schön drin. Der Ofen war an, man konnte richtig rollen lassen und man dachte sich die ganze Zeit, komm, gib mir jetzt einen matschigen Untergrund, gib mir einen Anstieg, gib mir ein schweres Gelände. Es hat einfach Bock gemacht und du bist da einfach lang gefahren, hast lang gepflügt, Alter. Und so viele korrekte, nette Leute auf dem Weg. Ich hätte noch viel, viel mehr mit der GoPro aufnehmen sollen, aber ja, allein diese Pfade sprechen, glaube ich, für sich. Buongiorno. Moin. 30 Stück für heute. Jo. Jetzt ungefähr 70 Kilometer drin. Es macht brutal Bock. Man hat das Gefühl, man steht richtig im Saft. Ist richtig angeknipst. Es gibt nichts Besseres. Frei! Geil, Alter! Das Ort fehlt nur mir! Stopp, links! Alter, das ist wie Wacken, Junge, das macht so Bock! Alter. Ich 80 Kilometer auf der Uhr. Tobi ist schon ein bisschen offen. Ja, ich wurde angeschossen. Ich glaube, ich wurde nach der Pause direkt ins Bein geschossen. Ey, und ich weiß nicht, was es ist, aber zwei Fritz-Cola, Alter, und der Zug zündet anders. Ich habe zu viel Energie. Ich habe richtig Bock. Jetzt warten wir mal noch ein bisschen. Lassen wir noch alle zusammen fahren. Und dann gucken wir, dass wir mit Tobi noch einmal raufdrücken. Ja, und der Part, der eigentlich am meisten Spaß gemacht hat, war, als ich ein ganzes Stück lang zusammen mit Silas Köhn und Nils Frommholt, beides Profi-Triathleten, ich kannte die vorher gar nicht, bin mit denen die ganze Zeit da durch den Wald gehackt und hab danach erstmal gecheckt, so, Alter, kein Wunder, dass die so drücken, aber es hat super, super Spaß gemacht. Aber ich war auch irgendwann richtig angeknipst. Yeah.
Denn nachdem wir dann vergebens 20 Minuten an der Fähre gewartet haben, sind wir dann entlang der, ja, was ist das eigentlich? Ist das Nord-Ostsee-Kanal? Ich muss mal nachschauen. Ja, dann sind wir am Nord-Ostsee-Kanal entlang gefahren. Sehr gut, Max. Jetzt perlt der Regen, Alter. Herrlich. Jetzt wird es auch nochmal richtig matschig, Alter. Schön. So, und weil euch ja immer Schnitt und sowas alles interessiert, wir sind 118 Kilometer gefahren, ungefähr 4 Stunden 20 und hatten 27,5 Schnitt. Ja, Mann. Der letzte Kilometer vom Matschfuß, Alter, wir sehen alle aus wie Scheiße. Aber das musste jetzt nochmal sein. Richtig geile Runde, Mann. Der Hobel ist auf jeden Fall richtig schön eingesaut. Will ich immer noch so umarmen? Nee, danke. Ja. Ey, ihr habt euch hier nochmal richtig eingefangen, Alter. Das war richtig schön. Geil. Ja, Freunde, und falls ihr das Video bis hierhin geguckt habt und es euch gefallen hat, schreibt doch bitte mal Hashtag Hackengas in die Kommentare. Freunde, das war das Matschfuß Gravel Event. Das hat unfassbar Bock gemacht. Ich werde jetzt schnell mein Rad einladen ins Auto und dann nochmal hin. Auf jeden Fall noch eine gute Zeit mit den Jungs haben. Ey, Hammer. Richtig, richtig cool.